Endlich sind wir raus aus diesem Loch. Glauben Sie bloß nicht, dass Sie schon fertig sind. Ich kooperiere erst, wenn Sie einen Körper bringen, der meinen Standards entspricht. Hier, Ada. Der letzte Radarpeilsender. Ich brauche den Kopf wieder, wenn du fertig bist. Natürlich. Dauert nur einen Augenblick. Hier haben Sie ihn wieder. In einem Stück. Ich weiß nicht, warum Sie den Kopf zurück wollen. Wir brauchen doch nur den Peilsender. Außerdem sind Robohirne berüchtigt dafür, nun echte Nervensägen zu sein. Was weißt du sonst noch über sie, Ada? Ganz einfach. Es war General Atomics Premiere einer erfolgreichen Vereinigung von organischen Stoffen mit Robotik. Das Gehirn ist sowohl Steuergerät als auch Speichereinheit. Dies ist deutlich effizienter als die Verwendung herkömmlicher Schaltkreise. Leider gab es zahlreiche Probleme beim Programmieren dieser Roboter, was dazu führte, dass sie ein wenig, nun sagen wir einmal, verstört waren. Hoffentlich hat dieses Robohirn ein paar der Antworten, nach denen wir suchen. Eine Verbindung aus organischem Material und Roboterteilen? Klingt irgendwie nach Synth. Keineswegs. Das Robohirn wurde mit einem ganz anderen Designkonzept gebaut. General Atomics wollte das menschliche Gehirn zur Unterstützung der Funktion des Roboters nutzen. Hauptsächlich, um die Entscheidungsfindung zu beschleunigen. Freies Denken und Individualität waren nie Teil des Plans. Sie wurden als Soldaten konstruiert. Sie sollen Befehle befolgen, ohne zu zögern. Der unschöne Hang der Robohirne zu Gewalt und Aggression sollte eher als Konstruktionsfehler, denn als bewusste Entscheidung gesehen werden. Wir brauchen es noch immer, Ada. Es könnte uns helfen, in die Anlage des Mechanist zu kommen. Natürlich. Es ergibt durchaus Sinn, dass der Mechanist seine Position nicht nur streng geheim hält, sondern sie auch gegen Eindringlinge sichert. Tut mir schrecklich leid. Diese Möglichkeit hatte ich gar nicht bedacht. Wenn es darum geht, Menschen zu helfen, schneide ich in letzter Zeit leider nicht sonderlich gut ab. Warum in aller Welt sagst du sowas? Ist das nicht offensichtlich? Seit ich zugelassen habe, dass meine Freunde in dieser Höhle starben, habe ich das Gefühl zu versagen. Ich habe am Tag des Überfalls die Route festgelegt. Hätte ich eine andere ausgewählt, würden sie vielleicht noch leben. Manchmal wünschte ich mir, Jackson hätte meinen Persönlichkeitsmodus dauerhaft deaktiviert. Dann wäre ich nicht so traurig. Deine Persönlichkeit macht dich zu einem Individuum. Gib das nie auf. Du hast recht. Alle schönen Erinnerungen, die ich als Ada gesammelt habe, wären ohne den Persönlichkeitsmodus verloren. Das darf nicht passieren. Ich glaube, dass ich das von jemand anderem hören musste. Danke. Und jetzt habe ich sie lange genug abgelenkt. Ich werde meine Berechnungen abschließen, während sie sich um unsere neue Freundin Jezebel kümmern. Hoffentlich verschafft sie uns Zugang zur Anlage des Mechanist, damit wir diesem Unfug ein für alle Mal ein Ende setzen können.
abgeschlossen. Ich freue mich, melden zu dürfen, dass ich in nächster Zeit nicht auseinanderfallen. Du siehst gefährlich aus. Hoffentlich bist du nicht meinetwegen hier. Weißt du was? Seit unserem Gespräch fühle ich mich toll. Schau uns an hier in Sanctuary. Bereit für die Zukunft. Hey, jetzt wo du wieder in Sanctuary bist, wie würde dir ein Job gefallen? Sie haben mir nicht viel gesagt, Voltec. Es sollten nur alle ihre Formulare ausfüllen. Und ich sollte ein Set mit Steakmessern gewinnen können. Was kannst du heute anbieten? Ich habe zu viel zu tun. Na? Ich verkaufe zwar so ziemlich alles, aber nichts davon ist Schrott. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Hier ist unser Angebot. Hallo. Arturo. Ich hab Knarren. Oder willst du lieber was für den Nahkampf? Zeig mal, was du so hast. Selbstschutz in... Klar. Danke. Mo? Endlich kann brauchst ich du einen Schlagholz mit etwas mehr Wumms? Hä? Klar. Ich schau mal, was du hast. Handgefährt. Aha.
Interessant. Das ist zwar nicht ganz der Körper, den ich mir vorgestellt hatte, aber er muss reichen. Was für einen Körper hättest du dir denn vorgestellt? Da ich wie ein hastig von einem Amateur zusammengeschweißter Schrottbot aussehe, würde ich sagen, dass so gut wie jeder andere besser gewesen wäre. Allerdings sollte mich das angesichts ihrer begrenzten Fähigkeiten und ihrer ebenso eingeschränkten Intelligenz nicht wundern. Entschuldigt, Eure Hoheit. Der königliche Schneider ist erkrankt. Also fiel die Aufgabe stattdessen mir anheim. Wenn Sie Sarkasmus als Einschüchterungstaktik nutzen wollen, vergeuden Sie leider Ihre Zeit. Hören Sie, es ist offensichtlich, dass wir einander nicht sehr schätzen, was für mich kein Problem ist. Fragen Sie mich also einfach alles, was Sie wissen wollten, und dann ziehe ich meiner Wege. Warum hat General Atomics dich so unkooperativ gemacht? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wovon Sie reden. Ich bin ein hochmodernes Modell mit einer Leistungsbewertung, die Mr. Handy da drüben wie einen besseren Toaster aussehen lässt. Wenn ich Anweisungen erhalte, erfülle ich diese ohne Fragen und Fehler. Also, haben Sie noch weitere lächerliche Fragen auf Lager? Du steckst dir nicht fest. Du könntest weggehen, wenn du willst. Sie haben eine interessante Pattsituation zwischen uns geschaffen. Das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Ich bin beeindruckt. Es ist lange her, dass mich jemand überlistet hat. Warum stellen Sie mir nicht einfach Ihre Fragen? Erzähl mir alles, was du über den Mechanist weißt. Das ist doch mal ein faszinierendes Thema. Der Mechanist. Unglaublich gut im Programmieren. Ein wahres Genie der Elektronik. Kein Wunder, dass Sie Interesse zeigen. Ich befolge seit enormer Zeit pflichtbewusst die Befehle des Mechanist und helfe den Bewohnern des Commonwealth. Den Bewohnern des Commonwealth helfen? Du? Absolut. Das ist meine oberste Direktive. Der Mechanist hat mich beauftragt, die Bewohner des Commonwealth auf